Blut, Gewalt, Mord sind Dinge, die man eigentlich in Kinderfilmen nicht unbedingt erwarten würde. Und doch gibt es da ein paar Vertreter, die etwas über die Stränge schlagen. Und dann gibt es noch Filme, die zwar wie Kinderfilme aussehen, aber eigentlich gar nicht für Kinder gemacht wurden. In diesem Video gucken wir uns Filme aus beiden Varianten an und fangen am Anfang noch harmlos an, aber steigern uns mit jedem Film immer weiter bis zu absolut krankem Zeug, das wahrscheinlich nicht nur Kinder traumatisiert. Der tapfere kleine Toaster. Wie cute können Charaktere bitte aussehen? Der perfekte Film für die Kleinen, wenn du sie direkt fürs Leben traumatisieren willst. Es gibt auf YouTube halt ganze Death Compilations von dem Film und das nicht ohne Grund, denn der Film ist brutal AF. Darin geht es um einen Toaster, eine Lampe, eine Heizdecke, einen Staubsauger und ein Radio, die seit geschlagenen 2000 Tagen in einem verlassenen Cottage vor sich hin vegetieren. Seitdem warten sie auf die Rückkehr ihres Besitzers, den sie nur den Master nennen. Weil sie neben Hausarbeiten sonst nichts zu tun haben, mobben sie auch gerne mal die Klimaanlage, weil sie in der Wand feststeckt. Auf einen wütenden Monolog, warum es gut ist, in der Wand festzustecken, der auf jeden Fall einen Platz in den Top 3 der besten Monologe in Cinema History verdient hätte, begeht die Klimaanlage in einem cholerischen Wahn erstmal Selbstmord. Um nicht auch so zu enden, verwüsten die Geräte danach erstmal das Haus und beschließen, das Cottage zu verlassen, um ihren Master zu suchen. Auf ihrer Reise treffen sie auf depressive Blumen, die vor Einsamkeit einfach elendig verrecken und landen irgendwann in den Fängen eines Organhändlers oder auch Werkstattbesitzer, je nachdem wie man sieht, der die Geräte einfach ausschlachten will. Das Schlimmste steht ihnen aber noch bevor, als sie auf einem Schrottplatz mit einem psychopathischen Riesenmagneten landen, der die Truppe in die Schrottpresse werfen will. Erstmal sind aber ein paar alte Autos dran, die einfach bei lebendigem Leib zerberstet werden. Währenddessen singen sie ein Lied über die Vergänglichkeit des Lebens, dass der Tod unausweichlich ist und dass man am Ende alleine dasteht und komplett wertlos ist. Gleichzeitig übt der Film aber auch Kritik an dem schnelllebigen Konsumverhalten der modernen Wegwerfgesellschaft in unserer kapitalistisch geprägten Welt. Normale Dinge halt, mit denen sich Kindergartenkinder so beschäftigen. Und auch wenn am Ende alles gut wird, hat der Film irgendwie einen richtig nihilistischen Vibe und alles ist super düster und deprimierend und ich glaube, Pixar hat vielleicht doch ein Auge zu viel auf den Film geworfen. Ein anderer Film, in dem zum Glück keinerlei schlimme Sachen passieren, ist Die Brücke nach Terabithia. Jedenfalls, wenn man den Film bei genau einer Stunde, 9 Minuten und 53 Sekunden stoppt und danach ausschaltet, dann ist das wirklich der perfekte Kinderfilm. Wäre da nicht Disney, die das fieseste Marketing-Team in der Geschichte zusammengetrommelt haben, um den Film als reines Fantasy-Abenteuer im Stil von Die Chroniken von Narnia zu vermarkten. Von den Fantasy-Elementen gab es am Ende aber gerade mal so circa 10 Minuten im ganzen Film. Es geht darin nämlich um zwei Kinder, die sich aufgrund ihrer Probleme in eine Fantasiewelt flüchten, in die sie nur gelangen, indem sie mit einem Seil über einen Bach schwingen. Terabithia existiert also nur in ihrer Fantasie und der Trailer und das ganze Marketing drumherum wollte einem weismachen, dass das halt der ganze Film über so sein soll und sie wirklich dorthin reisen. Am Ende bekam man aber ein knallhartes Drama über Mobbing und Probleme im Elternhaus serviert. Aber geschenkt, weil der Film ist ansonsten halt echt gut und vermittelt eine wichtige Message. Wenn man jedoch den Fehler macht und über eine Stunde, 9 Minuten und 53 Sekunden hinaus weiterguckt, erfährt man, dass das Seil bei dem Versuch von Leslie, sich über den Bach zu schwingen, gerissen ist, sie brutal mit dem Kopf aufgeschlagen und anschließend elendig im Bach verreckt ist. Danach sind alle nochmal 20 Minuten sad. Ende. Also ich bin inzwischen der festen Überzeugung, dass das Evil Marketing Team mit der FSK unter einer Decke gesteckt hat, die den Film ab 0 Jahren freigegeben haben, um kleine Kinder mit Vorsatz unter falschem Vorwand ins Kino zu locken, um eine ganze Generation zu traumatisieren. Ich kann jedenfalls aus Erfahrung sagen, es hat funktioniert. Ein Film, dem man auch auf gar keinen Fall trauen sollte, ist Die letzten Glühwürmchen. Der Film ist zwar ab 6 Jahren freigegeben und ordnet sich optisch in die fröhlichen Studio Ghibli Filme ein. Wenn man aber im Leben nochmal vorhat, in irgendeiner Form glücklich zu werden, empfehle ich wirklich niemanden, sich diesen Film anzugucken. Direkt am Anfang sehen wir erstmal ein sterbendes Kind, das allein in einer Bahnhofshalle sitzt und von den Passanten komplett verachtet wird. Einfach der perfekte Einstieg für einen gemütlichen Fernsehabend mit der ganzen Familie. Anschließend wird die Geschichte von Saita aufgerollt, der im Jahr 1945 nach einem Bombenanschlag seine Mutter verliert und sich von nun an alleine um seine vierjährige Schwester kümmern muss. Danach kommen sie bei ihrer Tante unter, bei der sie aber nicht zurechtkommen und sie bald wieder verlassen. Von nun an sind sie allein auf sich gestellt und versuchen irgendwie zu überleben. In ihrer Verzweiflung klauen sie Lebensmittel, aber es reicht nicht und der Hunger richtet sie langsam zugrunde. Erst stirbt seine vierjährige Schwester und was mit Saita passiert, wissen wir ja bereits. Und ja, das war's. Echt ein toller Film für Kinder oder so. Wenn man zur Abwechslung aber mal was Fröhliches gucken will, kann ich jedem nur Wenn der Wind weht empfehlen. Okay, nein, Spaß, der Film ist noch viel schlimmer. Denn hier schlägt keine Bombe, sondern eine fucking Atombombe ein.
sein. Im Mittelpunkt steht dabei ein älteres Ehepaar, das außerhalb von London wohnt. Der Film richtet sich dabei aber definitiv nicht an Kinder, auch wenn es einem schwerfällt, das zu glauben, denn der Mann sieht einfach wie die Erwachsenenversion von Kalu aus und er verhält sich auch sogar so. Er scheint sich nämlich richtig auf den bevorstehenden Bombenangriff zu freuen, weil es bestimmt richtig cozy, sich unter einem selbstgebauten Shelter zu verstecken. Dabei befolgt er strikt die Anweisungen eines Flyers, wie man im Fall eines Bombenangriffs vorgehen muss und macht dabei einfach alles falsch, was man nur falsch machen kann. Denn was macht man als erstes nach einem Atombombenanschlag? Erstmal in den Garten setzen und den radioaktiven Niederschlag genießen. Und wenn man schon mal dabei ist, kann man auch direkt mal Regenwasser für eine schöne Tasse British Tea sammeln. Am besten ist aber, dass er niemals seinen Optimismus verliert, egal wie beschissen die Situation auch noch wird. Kopfschmerzen des Todes, rote Flecken am ganzen Körper und man blutet aus allen Körperöffnungen. Ach, wird schon nicht so schlimm sein. Hauptsache, das Haus ist versichert. Dann ist ruckzuck alles wieder aufgebaut. Und wenn alles verloren scheint, haben die zwei sogar noch ein Ass im Ärmel. Papiertüten. Naja, auf jeden Fall verrecken sie dann elendig und das sieht doch mal wie ein schöner Film für Kinder aus. FSK 6. Vielleicht dann doch lieber ein Film mit süßen Tieren. Unten am Fluss wird oft als einer der brutalsten Zeichentrickfilme genannt und das stimmt nicht, denn es kommt gleich noch ein Film, der noch viel heftiger ist, aber das ändert nichts daran, dass Unten am Fluss nicht auch schon ziemlich krass ist. Hierin geht es um eine Gruppe Kaninchen, die entgegen ihres Anführers ihren Bau verlassen, weil eines der Kaninchen Visionen von einer bevorstehenden Katastrophe hat. Die Visionen werden tatsächlich auch wahr und der Kaninchenbau wird bald von Menschen umgegraben, um auf dem Grundstück bauen zu können. Die Gruppe findet aber ein neues Zuhause. Jedoch kommen sie dabei einer anderen Kaninchenbande in die Quere, die von einem geisteskranken, diktatorischen Kaninchen angeführt wird, das seine eigenen Gruppenmitglieder unterjocht und plant, alle aus der anderen Gruppe zu ermorden. Daraufhin entsteht ein grausamer Kampf zwischen den beiden Lagern. Insgesamt ist der ganze Film ziemlich blutig und irgendwie ist es wild, dass er ebenfalls nur eine FSK 6 Freigabe bekommen hat. Jedoch will sich der Film dabei eher an ein älteres Publikum und gar nicht an Kinder richten, zumal er auch voller Metaphern ist und auch eine tiefere Message hat, aber ich glaube, es gibt genug Menschen, die diesen Film als Kind gesehen haben und davon komplett traumatisiert wurden. Der König der verstörenden Animationsfilme ist aber unangefochten Felidee. Es handelt sich dabei tatsächlich um einen deutschen Film und erstmal Props an der Stelle, denn der Film sieht für einen deutschen Animationsfilm echt gut aus und erinnert an ältere Disney-Filme. Davon sollte man sich aber auf gar keinen Fall täuschen lassen, denn der Film ist halt wirklich brutal AF und wahrscheinlich einer der heftigsten Zeichentrickfilme, die jemals gemacht wurden. Darin geht es um den Kater Francis, der zusammen mit seinem Besitzer in eine zwielichtige Gegend zieht. Dort scheint jedoch ein Mörder sein Unwesen zu treiben, der Katzen auf bestialische Art aufschlitzt. Als Francis daraufhin anfängt zu recherchieren, stößt er auf eine geheime Katzensekte mit komischen Ritualen, die damit ihrem geheimen Anführer huldigen. Francis forscht jedoch immer weiter und stößt auf immer mehr Mysterien und begibt sich immer weiter in Gefahr, weil ihn auch ständig immer irgendjemand umbringen will. Und die Gewalt in dem Film ist halt echt next level. Von Gedärmen und Innereien, die aus den Katzen hervorquillen, über abgetrennte Köpfe bis hin zu Tierversuchen, in denen die Köpfe der Tiere aufgeschnitten und die Gehirne verätzt werden, ist halt echt alles dabei. Zudem hat Francis immer wieder verstörende Albträume über die Katzenhölle und einen verrückten Wissenschaftler ohne Gesicht. Einfach richtiges Albtraummaterial. Und dieser Film ist einfach mal ab 12 Jahren freigegeben. Das heißt, theoretisch hätten 6-Jährige in Begleitung ihrer Eltern den Film einfach im Kino gucken können. Der Endkampf ist übrigens auch ziemlich wild und ich kann jedem tatsächlich empfehlen, den Film mal anzugucken, denn er ist halt wirklich gut und auch ziemlich spannend. Und das gilt eigentlich für alle Filme aus der Liste, denn die Filme sind wirklich nicht schlecht. Gewalt in Kinderfilmen muss nicht unbedingt was Schlechtes sein, weil es Kinder auf den Ernst des Lebens vorbereiten kann. Jedoch sollte man dabei auf jeden Fall zwischen Filmen unterscheiden, die auch wirklich für Kinder gemacht wurden und denen, die eigentlich Erwachsene ansprechen sollen, auch wenn sie ab 6 Jahren freigegeben sind. Außer die Brücke nach Terabithia, der Film ist wirklich das reine Böse und wurde nur gemacht, um zu traumatisieren.